Ja, keine Frage, da ist eine gewisse Nervosität an den Märkten. Gestern Abend der Abverkauf an der Wall Street, das Ganze hat sich in Europa zunächst fortgesetzt, dann mit der Öffnung der Wall Street, dann eine Erholung, aber es bleibt nervös und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen unruhig bleiben, schon deswegen, weil eben morgen der kleine Verfall ansteht und da geht es auch viel um Mechanik durch Optionen und allein daher ist schon ein bisschen Action angesagt, aber die Action entsteht eben nicht nur jetzt, weil die Fed gestern in ihrem Protokoll angedeutet hat, dass eine Mehrheit der FOMC-Mitglieder wohl schon in diesem Jahr das Tapering beginnen wollen, sondern weil eben das Narrativ so ein bisschen angeschossen ist. Beste aller Welten. Also es geht nicht besser. Tolle Wirtschaftserholung, weil Corona vorbei. Zweiter Punkt, Notenbanken weiter voll auf dem Gaspedal, ist durch die Fed jetzt ein bisschen hinterfragt. Und drittens eben dann Inflation nur temporary, also vorübergehende Inflation. Auch das rückte doch in immer weitere Ferne. Und so muss der Markt sich neu justieren, muss sich neu finden. Und wir wollen mal schauen, wie das gelingt. Beste aller Welten, dieser Begriff, der stammt eigentlich aus dem 18. Jahrhundert von Leibniz, by the way. Der gesagt hat, aus einem wahrscheinlich religiösen Impuls, ja, es ist doch eigentlich die beste aller denkbaren Welten, in der wir leben. Einige Jahre später hat dann Voltaire eine Gegenschrift verfasst zu dieser These Condit ou l'optimisme, in dem er zeigt, anhand des katastrophalen Erdbebens in Lissabon 1755, dass das doch wohl nicht die beste aller Welten sein kann. Dagegen eher pessimistisch-kritische Voltaire, das war damals ein absolutes Highlight in der Diskussion und vielleicht sind die Märkte so ein bisschen Leibniz und Voltaire. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Voltaire angesagt als Leibniz, also ein bisschen weniger beste aller Welten, weil eben die Dinge schlichtweg schwieriger werden. Und so hat Sven Henrik zunächst mal vielleicht diese beste aller Welten zusammengefasst, die jetzt übergeht von Leibniz in Voltaire. Record Liquidity führt zu Record Valuations, also Rekordbewertungen, Rekordschulden zu BIP, Record Margin Debt, also praktisch die Hebelung, Record Long Positionierung, all das haben wir hier gesehen, aber rekordniedrige Housing Affordability, also man kann sich die Häuser nicht mehr leisten. Höchste Consumer Cost Inflation in Decades, also Inflation, das große Thema. Und was als nächstes kommt, abnehmendes Wachstum, fallendes Konsumentenvertrauen, haben wir gesehen, Verbrauchervertrauen Michigan und Margin Compression, also dass die Unternehmen weniger Marge haben. Now let's taper, sagt er, also in Anspielung auf die Fed, die ja jetzt gerade in diesen Tagen, wo dieses Narrativ so ein bisschen umzukippen droht von Leibniz zu Voltaire, eben dann tapern will, die Anleihekäufe reduzieren will. Und so hat heute die Saxo Bank eine interessante Analyse vorgelegt und hat gesagt, also wir sehen das Risiko für eine Korrektur, die doch etwas herber ist, so groß wie eigentlich seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Man hat hier einen Global Risk Indicator, der bald zünden könnte. Die Saxo Bank sagt natürlich, klar, da können wir falsch liegen, aber man bemüht einige andere Märkte und zeigt, dass die Aktienmärkte hier vielleicht zu lange ein bisschen Voltaire gespielt haben, also zu lange in der besten aller Welten gelebt haben, während andere Märkte bereits gedreht haben, etwa die Saxo Bubble Stocks. Es ist ein Basket an Bubble Stocks, also an solchen Werten wie GameStop, AMC, keine Ahnung, Robinhood, all das, was so ein bisschen Meme-Stock-mäßig unterwegs ist, jenseits aller fundamentalen Bewertungen hochgejazzt wurde. Da sehen wir, das geht bereits seit einiger Zeit zurück. Ich glaube, im Februar war das hoch bei diesen Werten. Wir sehen, wie das besonders hier zeigt, dass die Unternehmen, die Aktien der Unternehmen besser laufen, die eine solide, eine gute Bilanz haben gegenüber denjenigen, die eine schwächere Bilanz haben. Auch hier sehen wir, dass da eine Flucht in Qualität stattgefunden hat. Wir sehen, dass die Ölpreise 15% von ihrem Hoch sind aus dem Juli. Der Dollar dagegen deutlich stärker geworden. Dollar als Risikoindikator, als Fluchthafen könnte man sagen. Und wir sehen auch, dass so konjunktursensitive Rohstoffe wie Kupfer und Iron Ore, also Eisenerz, hier schon lange ihren Hochpunkt überschritten haben und nach unten gehen. Das heißt, diese Rohstoffe, diese anderen Märkte zeigen an, beste aller Welten wird ein bisschen schwieriger. Die Aktienmärkte haben das bisher komplett ignoriert. Wie gesagt, das dürfte ein wilder Ritt werden. Das ist keine Party, die ungebrochen in die eine oder andere Richtung geht, sondern ein wilder Ritt. Nervosität, eben Neuadjustierung von Märkten. Die Saxo verweist hier auch noch auf dann den Peak der Renditen der US-Staatsanleihen, der bereits im ersten Quartal sei. Und da stecke schon eine Message dahinter, so die Saxo Bank.
Ja, aber da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil einfach dieser Anleihemarkt A durch das QI der Notenbanken stark beeinflusst ist, möglicherweise auch schlichtweg zu wenig Staatsanleihen da sind, aufgrund der Situation, dass die Neuverschuldung vorwiegend aus anderen Quellen sich gespeist hat, denn durch Emission von Staatsanleihen. Jetzt kommt, wie gesagt, noch hinzu, diese Nervosität, diese Neuadjustierung, der morgige Verfall. Hier sagt etwa Nomura, die sich sehr stark um diesen Optionsbereich kümmern, und der wird ja immer wichtiger. Das Volumen bei Optionen ist um 40% größer als bei Aktien. Das ist kein Taper Tantrum, also 2013 damals die Ankündigung von Bernanke als FED-Chef zu sagen, wir hören jetzt auf mit den Anleihekäufen, und dann waren die Märkte ein bisschen was sauer. Und der Nomura sagt auch, ja, also das wird nicht in einem Tag oder in 2 Tagen abgefrühstückt sein, das dürfte sich auf jeden Fall noch in die nächste Woche ziehen, also da dürfte es spannend bleiben. Und man zeigt hier mal die Gamma-Levels, also da, wo die Market Maker sich abhatchen müssen, wenn es tiefer geht, dann müssen die teilweise eben auch in Richtung Süden mitgehen, um ihre Risiken auf der Unterseite zu deckeln, andersrum auf der Oberseite auch, aber gestern waren wir zumindest mal auf der Unterseite unterwegs. Und der entscheidende Punkt, der vielleicht zukünftig auf uns zukommt, ist eben das Thema Inflation. Hat die Fed, haben die Notenbanken den Bereich Inflation falsch eingeschätzt? Woher soll man auch? Die meisten haben das in ihren Erwachsenenlebzeiten, die jetzt bei den Notenbanken sind, wohl kaum erlebt. Bis Anfang der 80er Jahre hatten wir eine massive Inflation, seit 40 Jahren allerdings nicht mehr. Und hier sieht ein Artikel von Reuters eben da die größte Gefahr. Und ich habe heute einen Artikel geschrieben, EZB mit Kontrollillusion und gläubige Märkte. Das ist doch das eigentliche Narrativ der Märkte. Die Notenbanken sind allmächtig. Ja? Wenn die Notenbanken irgendwas tun, dann folgen alle, dann ist das so, dann ist das Realität. Aber was ist, wenn die Märkte erkennen, dass die Notenbanken in Sachen Inflation völlig schief liegen? Was sollen die Notenbanken dann machen? Einst wie Paul Volcker in den 70er Jahren einfach die Geldmenge verknappen und die Zinsen anheben. Das wird schwierig, weil dann habe ich sofort die Rezession. Und das kann heute keiner mehr aushalten. In den 70er Jahren konnten wir es noch aushalten. Jetzt kann das keiner sich scheinbar mehr leisten. Dementsprechend wird es nicht passieren. Das heißt, wenn die Inflation raufgeht, dann können die Zinsen nicht wirklich mitsteigen, und das hätte dann wiederum ganz eigene Konsequenzen. Hier sehen wir mal die Break-Even Inflation Rate, also praktisch die eingepreiste Inflationserwartung. Die ist steil nach oben geschossen, jetzt ein bisschen zurückgekommen, aber weit, weit ist der Abstand noch zur 10-jährigen Anleiherendite der US-Staatsanleihen. Wie wird sich das auflösen? Normalerweise ist es so, dass Tapering, also das Ausschleichen der Anleihekäufe, zu niedrigeren Anleiherenditen führt. Eigentlich widersprüchlich, denn wenn die Fed QE betreibt, dann ist sie ein direkter Nachfrager, was sozusagen eigentlich dann zu niedrigeren Renditen führt. Wenn sie dagegen dann aufhört, müssten die Renditen eigentlich steigen. Aber die Erfahrung zeigt aus dem Taper Tantrum, dass die Renditen fallen, weil dann eben die Risikobereitschaft der Märkte geringer wird, sodass die Geldflüsse tendenziell in die Anleihemärkte gehen, was die Anleiherenditen nach unten bringt und die Aktienmärkte gleichzeitig nervöser werden lässt. Das zumindest ist die Dimension. Und jetzt sehen wir hier Lieferengpässe und Rohstoffknappheit. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat hier eine Umfrage der DIHK gebracht, heute auf Finanzmarktwelt, wonach 88% aller Unternehmen, die befragt wurden von der DIHK, eben deutlich gestiegene Kosten haben, und 67%, also gut 2 Drittel, planen, das demnächst an die Kunden weiterzugeben. Und nach meiner Auffassung sind wir da ganz, ganz am Anfang. Also dass diese Margin-Probleme, die Unternehmen haben, die werden erst jetzt begonnen, an die Kunden weiterzugeben, sodass da die Preissteigerungen weiter der Fall sind. Jetzt auf der anderen Seite noch dieses Corona-Thema, Corona vorbei. Da war man sicher mit den Impfstoffen. Jetzt sieht man, ganz so einfach wird die Chose nicht. Wir haben jetzt die höchste Zahl wieder mit 139.000 seit Anfang Februar in den USA. Auch in Deutschland ja die Zahl so hoch wie schon lange nicht mehr. 11,4% der Tests positiv und 83.000 Hospitalisierungen, höchster Stand seit 6. Februar. Wie also ist die Konstellation an den Aktienmärkten? Das hat mein Kollege, der Hannes Zipfel, beschrieben. Aktienmärkte mit Topbildung, langsam wird es spannend. Da versucht er mal so diese Gemengelage derzeit zusammenzufassen. Werde ich ihn unter dem Video verlinken. Aktienmärkte mit Topbildung sollten Sie sich anschauen. Genauso wie heute 18:30 Uhr. Dann auf finanzmarktwelt.de. Auch hier werde ich Ihnen den Link, wo Sie das abrufen können, unter das Video packen. Weltmacht Wall Street mit Markus Koch.
Seien Sie da dabei, entweder ab 18:30 Uhr oder spätestens am Wochenende. Ich glaube, es lohnt sich. Und ich sage jetzt erstmal Servus und Ciao.